So, hallo, wir machen weiter bei Isaac, sag ich schon, scheiße, das ist das, was hier gerade nebenher gespielt wird. Falsch. Secret of Evermore. Das letzte Mal haben wir gesagt, ich level kurz den Ionenspeer, der ist jetzt auf Level 2. Andererseits habe ich mir gedacht, ich kämpfe da oben in Assi-Dingens eh mit. Assitopia. Assi-Dingens. Eh mit dem Hund zurzeit. Also schauen wir mal. Ich denke, ich gebe dann einfach wieder den anderen Speer, dem Helden hier. Und ja, wir sind beim Brunnen. Das haben wir auch gesagt, dass ich off-camp zum Brunnen gehe. Und jetzt kurbeln wir da mal. Und das geht nämlich tatsächlich noch. Und immer wieder kurbeln. Und irgendwann jetzt, okay. Kommt da Typ raus. Zack. Ja, und der läuft jetzt weg. Und jetzt muss ich quasi in den Wald zurück und den suchen. Ja. In den zweiten Wald. Glaube ich, ne? Nice. Im ersten Wald war ja der erste da, der dir Gigakraft gegeben hat. Ja. Oder war es Kraftzellen? Das heißt, Ja, ich. das war Frischzellen. Das heißt, ich gehe zurück in den. Kannst du mich irgendwie hinlotsen? Wo? Da, wo der Typ steht. Ich kann dich durch den ersten Wald auf jeden Fall führen. Ja, durch den ersten komme ich auch. Aber durch den ersten gehe ich ja gar nicht. Ich gehe dann ja von Terrorfels in den zweiten Wald rein. Ja, ich habe noch keine Map davon gefunden. Von Mist. der. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, da rumzuirren. Muss ich ja gestehen. Na, du musst eigentlich nur den Weg gehen, wo. Das ist nicht so ein großer Wald. Meine ich. Nein, der war gar nicht groß. Der zweite nicht? Da, wo Naja. der Drache war, halt nur. Naja, ich weiß schon. Der war schon auch relativ lang, der Wald. Nee, so groß war der nicht. Meine Nicht ich. ganz so groß wie der erste, das stimmt. Aber schon genug Wege. Um jetzt nicht gerade per Zufall gerade den Goblin zu finden. Den Moklin. Na gut, wir probieren es einfach. Ich hoffe einfach mal, ich werde nicht den ganzen Part damit verbringen. Ansonsten leveln wir im Wald. Yay. Kann ich den Speer hier doch noch trainieren weiter? Juhu. Na gut, Ich machen wir kann ja das mal mal. kurz gucken, ob da eine Map ist, aber. Ja, ich weiß nicht. Secret of Ach so, Evermore. lauf, 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 Gibt lauf. es Secret of Evermore 2? PDF? Bitte was? Nö. Ich dachte schon. Wahrscheinlich Fangame oder so. Forest Maze. Mal gucken. Muss doch irgendjemand beschrieben haben, wie man zu dem blöden Viech kommt. Start, Finish, Man. Yes. Hier ist aber der zweite. Nee, das ist auch nur der erste. Ja, doch, das ist der erste. Naja. Den ersten brauchen wir nicht. Ja, richtig. Den ersten gibt es aber oft. Okay. Richtig dämlich. Juhu. Na, ich gehe gerade auf ein paar Seiten rumgucken. Mal gucken. Ja, ich habe genug Chronik übrigens. Finde ich gut. Alchemieformulars, wie heißt denn das, was du da bekommst? Ja, das weiß ich. Sind das nicht diese Gigasauger-Dingens da? Das ist doch einer, der Ah, dann das ist aber fehlt. alles auf Englisch hier. Nee. Naja, das ist dann halt Vakuum. Weiß ich nicht. Hier, es gibt nein. Drain oder Double Drain? Keine Ahnung, ich habe weder das eine noch das andere, würde ich sagen. So, genug an den Viechern gerumgemacht. Gehen wir weiter. Beides nicht. Das ist ja Okay. dämlich. Du bekommst Rain und wenn du die Diamond, also die Diamantaugen abgegeben hast, kannst du nochmal zu dem Typ, der dir ja Drain gegeben hat, um Double Drain zu bekommen. Richtig dämlich. Super.
zu welchem Typen? Super hier nicht. Das habe ich ja jetzt im Prinzip, ich habe die jetzt ja abgegeben, die Diamantaugen, ne? Ach so, nee, du meinst, wo man es das erste Mal abgegeben hat. Ja, keine Ahnung, warte. Nachdem du die Bronze-Axt in der Pyramide bekommen hast, sollst du zur Piratenstadt zurück. Auf dem Screen direkt links daneben, in der Höhle da, bei dem. Ah, okay. Das heißt, du hast einen davon. Du hast, glaube ich, den Energiesug, aber nicht den doppelten. Welchen Energiesug? Ja, kann ich jetzt ja gar nicht nachgucken, stimmt. Das kann schon sein. Und der gibt mir einfach einen doppelten. Mhm. Super. Auf der Aufnahme kriege ich jetzt natürlich wieder keine Ratte gekillt, ist klar. Von Offcam habe ich sie alle erwischt und jetzt nicht. Dann halt nicht. Wollte ich angeben, wie schön ich die erwisch? Na gut. So. Ich weiß aber noch, wo ich hin muss. Ich muss da unten in das Haus dann rein. Ach. Hier nämlich. Ich hoffe, das geht noch. So, und dann... War das hier? Ja. Ach, jetzt muss ich durch den Kram hier erst durchlaufen wieder. War das nicht links? Rechts? Da drüben irgendwie so? Ja, doch, das war der Weg hier. Großartig. Ach. Na gut, jetzt komme ich hier immerhin schneller durch, weil ich die Steine kaputt machen kann. Ja. Und dann sind wir nämlich schon wieder oben. Prima. Gut, und dann sind wir nämlich hier auch wieder draußen. So gefällt mir das. Und hier soll jetzt irgendwo... Na gut. Ich gucke erst so ein bisschen rum und vielleicht findest du ja irgendwann. Ich hab's gefunden. Okay. Aber du bist jetzt aus der anderen Richtung gekommen, ne? Ja, ich bin jetzt von oben reingelaufen. Natürlich. Was heißt von oben reingelaufen? Naja, also ich bin jetzt... Also rückwärts sozusagen da rein. Ja. Ja gut, dann kann ich nicht weiterhelfen. Ich kann dir nur... Ach so, muss ich an den Anfang zurück und dann... Na, hier steht, ja, das ist halt so eine Angabe. Da ist der erste Wald, der zeigt an, wo du hingehen sollst. Ach so, ja, okay. Dann kommt der Bossfight, dann kommst du halt raus und, ja gut, dann muss ich halt den Viechern wieder folgen. Ja gut, das kannst du machen. Na gut. Wirklich viel leveln kann ich hier dann doch nicht unbedingt, weil die halten ganz schön viel aus, meine Herren. Ja, ist egal. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon an Level von dem Viech? Boah, 19. Gott, Leveln ist so dumm. Sag doch sowas nicht. Aber. Das verletzt doch die Gefühle des Spiels. Das Spiel hat keine Gefühle. Wohl. wo ist das Vieh jetzt hin? Scheiße. Good job, Connor. Aber hier ist er doch noch. Gibt's hier einen anderen Weg? Hä? Sehe ich den hier einfach nur nicht?
Ach ja, Oder da du ist bist er, schon. da ist er, ja, okay. Na gut, so geht's. Alter. Na gut, die Spinnen erledige ich, die tun mir eh nichts. Der Hoffnung, dass ich sie gleich treffe immer. Na. Nee, das ist mir zu blöd. Dummes Rumgelevel. So. So ist das im Leben. Mal trifft man, mal trifft man nicht. Oder mal levelt man nochmal. Levelt man nicht. Ich geb dir gleich mal levelt man nicht. Gerne. Wie? Hier ist er. Och, da ist er ja! Okay. Wow. Na dann. Das war nicht so schwer. Hi, 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 deine Güte ist bewundernswert. Mich aus dem Brunnen zu retten war eine gute Tat. Du hättest mich dort auch verenden lassen können. Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Anerkennung. Drachenmünze erhalten. Das ist kein Zauber. Was ist das denn? Nee, hier auf der Seite steht auch, dass du da eine Wizard Coin bekommst. Aha. Ich glaube, du machst jetzt mehr Damage mit Zauber. Beutel? Erhöht die magischen Abwehrkräfte des Besitzers. Ah. Oh. Das ist auch okay. Du hast ja nur einen Spell, der dich unverwundbar macht. Na gut, dann gehen wir zurück. Zum Schachbrett. Genau. Wohin auch sonst? Das war wirklich kein so großer Wald. Nö. Der erste ist aber ein bisschen groß. Ja. Man weiß ja, wie man durchkommen kann, wenn man es weiß. Ja, schon. Nein, oh, was zum... Oh mein Gott. Ich habe unendlich Schaden genommen. Ja. Nein, hier oben ging es nicht weiter. Das weiß ich doch noch. Hier geht's weiter. Richtig. Aber vielleicht, wenn ich jetzt eh wieder hier in Terrorfels bin, könnte ich ja doch auch nochmal schnell in die Steinzeit und dort leveln, oder? Könntest das du? Ging ja an den Großerviechern eigentlich am schnellsten. Großerviechern? Na, die da aus der Erde springen. Aus der Erde springen? Nee. Was laberst du? Na, die. Mano. Oh, diese Steine sind immer wieder weg, wirklich. Da. Was ist der Scheiß denn? Oh, ich habe noch gar nicht geguckt, was der Typ macht. Der Professor Igor Seltsam. Der hat Disruptor, Regeneration und Stromschock. Aha. Ach so, und wir könnten eigentlich ja mal ganz viele Zauberperlen uns erstellen. Nämlich 5 Stück. Nee, das ist hier. Doch, das ist. Hä? Doch, das ist der Zauber. Nee, hä? Wo ist jetzt der Zauber mit dem Erstellen von. Ist das doch der hier? Warte. Ah ja. Eine Perle mehr. Dann machen wir das doch einfach gleich viermal. Warum? Warum nicht? Was willst du mit den Zauberperlen? Einsetzen. Du hast sie noch nie eingesetzt. Aura. Aber gut, ich habe jetzt den Superschild. Ja. Ist dein persönliches Aura. Richtig. Geh weg, blöder Slime. Arsch. Griffe.
richtig. So, hier kriegst du. Würfel. Und zack. Das waren alle Steine. Zurück zum Speer. Juhu. Und die Bazooka habe ich jetzt eigentlich auch komplett umsonst bisher die Sachen gekauft. Ich setze es ja gar nicht ein. Nun? Den Schmarren. Muss ja nicht einsetzen. Super. Hä, aber du kannst es halt zum Beispiel beim Boss benutzen. Ja, ja, klar. Aber beim Boss werde ich Damage Output. Beim Boss werde ich ja den Hund wahrscheinlich eher einsetzen. Außer der macht dann doch keinen Schaden mehr. Kann natürlich sein, wer weiß. So, jetzt bin ich hier jedenfalls. Jetzt kann ich wieder da hochlaufen. Ah, oh, da ist ein Rumgerenne hier. Und das jetzt auf dem normalen Super Nintendo stelle ich mir schon echt nervig vor. Super. Lauf ins Haus. Stelle ich mir echt nervig vor. Alter. Das ist wahrscheinlich schon. Ja gut, aber da spielt man es wahrscheinlich auch anders als du. Meinst du? Ja. Das halte ich für nicht. So, jetzt gehen wir trotzdem erst zum Schachbrett natürlich. Wenn ich dann wieder nicht zurück kann, habe ich halt Pech gehabt. Das ist mir jetzt auch wurscht. Ich halte mich jetzt hier nicht noch länger auf. Dass noch was passiert in dem Part. Meine Herren. Vielleicht mal kümmerst du dich um sowas. Ja, das ist eben schon immer ein Anliegen von mir. Ich will doch keine sinnlosen Parts hochladen, beziehungsweise dann merke ich das ja. Gut, er ist ja nicht sinnlos, wir haben uns ja einen Zauber geholt, aber... wie war denn jetzt hier der Weg wieder? Hä? Man ist voll abgehoben. Bin ich dumm? Ach, hier am Baum vorbei... Oh, ich dachte schon, aber es war nur Wolf. Also nur ist okay, aber Wolf hat gelevelt. Also. Aber das finde ich gut. Dann level ich auch gleich wieder. Meinst du? Mhm. Na denn. So, wo kam ich jetzt ins Schachbrett rein? Wäre es lustig, wenn der Boss nochmal käme. Welcher Boss? Der Schachbrett-Boss. Ach so, ja, das Billigding. Kann dir nix, der Boss. Nee, wirklich nicht. Oder hatte ich mit dem Problem? Ich glaube nicht. Mm-mm. So. Runter da, meine Herren. Kommen wir da direkt einfach hin oder muss ich noch irgendwas? Na, wir werden es ja sehen. Warum frage ich überhaupt? Ich laufe hier einfach hin. Nee, das sieht schon wirklich nach direktem Wege aus. Ja. Da ist es schon. Och, einfach eingesammelt, okay. Kein Problem. Naja. Oh, wen haben wir denn hier? Willkommen, Fremder. Ich bekomme nicht oft Besuch hier unten. Der Hades-Ritter schreckt alle Besucher ab. Siehe da, du hast den Orakelknopf. Ach ja! Den habe ich auch noch aus irgendeinem bestimmten Grund gekauft. Ach ja. Ich habe hier zwei! Die du sicher gebrauchen kannst. Das Kraftfeld wehrt selbst die stärksten Angriffe ab. Bin ich sowas schon in Form von Superschild? Keine Ahnung. Und die Unterbrechung friert deine Gegner ein. Ach, daher bekommst du das, okay. Das habe ich nämlich gerade eben gelesen und dachte mir, hey. Okay, wir brauchen jetzt nicht mehr auf jeden Fall, wo ist es denn? Das Ding, was hier Dingens erstellt, Zauberperlen. Das kann raus. Ach, ich habe schon Supersog und Energiesog. Das ist doch Dwayne und so. Double Dwayne. Ja gut, wahrscheinlich, ja. Hm. Kraftfeld. Ah, da brauche ich auch wieder so einen blöden, komischen Tropfen. Schützt den Helden vor Attacken. Aber sowas haben wir doch sowas ähnlich. Ich verstehe mal nicht, was... Na gut. Und was war das andere? Ach, Unterbrechung, genau. Stoppt die Attacken der Gegner. Eigentlich auch nicht schlecht. Ja, die können dann für 8 Sekunden lang nichts machen. Ich schmeiß mal die Zauberbrücke raus. Ja. Zutaten kaufen. Oh, hast du? Der hat Schmierfett. Nice. Der hat Schmierfett. Okay. Seltsamer Ort und dafür. Eisenherz brauchte ich dafür auch. Das habe ich auch gerade. Okay, Wachs habe ich noch genug. Kristall können wir noch ein bisschen. So.
Okay. Prima. Wie finde ich das denn? So, wie viel ist denn jetzt das... Wie viel ist denn das jetzt hochgelevelt? 32, Alter. Ich werde bekloppt. Okay, dann folgender Plan. Wir gehen jetzt... Ach so, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt zum Raumschiff zurückgehe? Wie komme ich denn wieder zum... Ach so, ja, wahrscheinlich durch das... Okay, doch, ich kann es mir denken. Chorus erreicht Level 35, sage ich doch. Was wollte ich sagen? Ja, wir fliegen jetzt mit dem Raumschiff in die Steinzeit, gucken mal, ob das was bringt, an den Viechern dort zu leveln. Aber wahrscheinlich nicht. Doch, klar. Aber wahrscheinlich geht es einfach schneller. Oder die geben wirklich zwei, das wäre cool. Ne, die geben nicht mehr, aber du kannst dich schneller töten. Ja, gut. Dann bringt schon was. Oh, ich bin ein Spasti. Nein. Okay. Was ist denn das? Das heißt, wir erhöhen nicht die Leistung, sondern wir erhöhen die Frequenz. So kann man dem Bullwhip-Effekt entgegenwirken. Was? Ja. Kennst du nicht den Bullwhip-Effekt oder Bullwhip? Nein. Das ist aber schlecht. Warum? Der ist total wichtig im Supply Chain Management. Aha. Ja, ich habe doch heute Produktion und Logistik geschrieben. Da weiß man sowas. Ja. Na dann. Nachfrageschwankungen wirken sich dann in Richtung des Zulieferers, nämlich wie ein Peitschenschlag aus. Während es beim Händler selbst noch relativ geringe Schwankungen sind, steigert sich das bis zum Zulieferer immer höher, der Effekt. Und dann checkt der Zulieferer gar nicht mehr, was er jetzt noch produzieren soll. Und der Hersteller auch nicht. Dann sind alle ganz verwirrt. So, jetzt gehen wir hier rein. Ach, hier kann ich jetzt nämlich nach Astrotopia auswählen oder keineswegs. Okay, ich will nach keineswegs. Was? Will nämlich... Ach so. Ach ja, stimmt, du kannst eine Astrotopia eigentlich gar nicht, also so. Ja eben, ich kann es eben nicht anfliegen, deswegen habe ich mich gerade gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt wieder ins Raumschiff steige. Ich habe jetzt nämlich die Befürchtung gehabt, wenn ich alles schon eingesammelt habe, dass der mich direkt wieder absetzt, aber dem war nicht so. Stimmt. Nice. So, und jetzt bin ich auch gleich bei dem richtigen Gebiet, wo ich leveln will. Allerdings, das müsst ihr euch nicht angucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder zurück in Astrotopia mit dem Neutronenspeer Level 3. Danke fürs Zugucken und tschüss.